Ich glaube, ich reise jetzt mal kurz durch die Gegend und mache mal ein paar Quests fertig. Also, ich besuche mal gleich nochmal Lobis, der alte Folterer. Ist mir egal, was der gemacht hat. Ich glaube immer noch daran, dass er sich Wein, Weiber und Gesang hingegeben hat und nicht hier irgendwie losgefoltert hat, wie so ein Wahnsinniger. Hab da volles Vertrauen in den Mann. Ja, danach zu Lobis. Ich muss noch ein paar Quests abgeben, denn müsste ich noch zum... Wie ist der Typ denn? Keine Ahnung. Oh, da seid ihr. Sein Bruder halt. Ihr Bruder. Ich muss hier... Let me see. My God. All diese Informationen sind wie eine Offenbarung. Cool. How wonderful. Oh, ihr seid die netteste Person, der ich jemals begegnet bin. Cool. Take this. Ich habe es neben dem Amulett gefunden. Also dieses aufgesetzte Englisch nervt mich gerade ein bisschen. Thank you so much. Toll. Nee, so toll ist es nicht. Nimm Gold. Zack. Ist zwar nur ein Heiltrank, aber... So, wo war denn hier der Teleportpunkt? Da hinten ist aber, glaube ich, definitiv näher dran, als wenn ich den anderen nehme. Aber diese Lauferei. Wie schön wäre es, wenn ich mich jetzt in einen Drachen verwandeln könnte, mich in die Lüfte schwingen und durch die Gegend fliegen und ganz schnell die Wege reisen könnte. Wahrscheinlich geht es sowieso nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ist denn? War das hier das seltsame Grab mit den Kerzen? Moment, ich muss hier mal kurz gucken. Speichern. Oder war das hier wieder eine Passwort-Tür? Da komme ich ruhig rein. Der Tür nähert, fragt die Tür. Ja, okay, gut. Katakomben-Tür, okay, gut. Ja, klappt alles nicht so gut. So, ich müsste gerne mal zum Turm. Nein, ich sehe. Verklickt. Es geht ja nochmal so schnell. Mit der Fertigkeit Umarmung der Schatten könnt ihr unentdeckt das Wein für. Ja. Oder blickt ins Forum. Ja, ist klar. Das kann ich auch beim Spiel machen, weil ich auch keine zwei Monitore besitzen darf. Der Vanity geht nicht an, wenn man zwei Monitore hat. Man muss, ich muss immer extra meinen anderen ausschalten, damit ich die Vanity aufnehmen kann. Findet ihr besonders, so werdet ihr automatisch zur Liste eures Schmieds, so wird ihr das nächste Mal besucht. Ach, dann verschwinden die oder was? Das ist ja schön. Dann sollte ich mal meinen Schmied demnächst mal besuchen. Die Fertigkeit würde, wenn ihr umsingelt seid. Ja, die kann ich auch, ne? Nicht. Oh, der Drachenstern. Ich kann mich also nicht wirklich oft in Drachen verwandeln. Verdammt. Dann, wie lange will denn hier noch laden? Bessere Waffen erhöhen die Ausläufe, senken die Verletzungsrisiken. Aha. Ja, ist klar, ist bessere Rüstung. Hab man vorhin gesehen, wo sie nur einen Schaden gemacht haben. Also vorhin, vor 20, 30 Folgen oder so. Alter! Das können sich andere Wege öffnen? Ja. Hallo? Also ich glaube, die Vanity hat sich gerade irgendwie abgestürzt. Also so lange Ladezeiten ist ja echt nicht normal. Hat ich das letzte Mal gespeichert? Bevor ich zur Tür gelaufen bin, hoffe ich. Ja. Ich breche das hier mal kurz ab mit der Aufnahme. Na, aber ich Glücksfall. Der Quicksave war wieso 3 Sekunden, bevor ich das Ding angeklickt habe. Hätte ich mir auch merken können. Ich hoffe, das lädt jetzt nicht wieder so ewig. Oh doch, jetzt geht's. Schön. Nebenbei hat sich gerade was verändert. Und zwar, das Mikrofon durfte jetzt nicht mehr so saumäßig übersteuert anhören. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum dem so ist. Und, also, falls sich irgendjemand mal ein Großmembran-Mikrofon kauft von der Firma... Oh, wann ist das überhaupt? Ja, ich glaube, die Firma heißt T-Bone. Das Ding hat an der Seite so ein... Also, ich habe das SC450. Das Ding hat an der... War das hier? Ja. Das Teil hat an der Seite einen -10 dB-Schalter. Und, naja... Der war... das ist ein bisschen verwirrend, weil man kann ja zum Beispiel auch im Windows so eine Mikrofonverstärkung reinmachen. Die meisten sind übel im Rauschen endet. Ja. Und... Das Ding hat einen -10 dB-Schalter, das heißt, wenn der nicht dran liegt, ist die Verstärkung an und wenn der drin ist, dann ist die Verstärkung nicht an. Und ich habe mich die letzten Tage immer so gewundert, warum das Mikrofon sich auch immer so schlecht anhört, hat mir schon Sorgen gemacht, aber das hört sich einfach nur so kratzig an deswegen. So, hier, hallo Lobis, ich habe was für dich. Mein Seelenstein, ihn nach so vielen Jahrhunderten wieder zu betrachten. Ja, ich muss los. Endlich ist der Zeitpunkt meiner Erlösung gekommen. Gebt mir den Stein. Ja, ich habe gerade gespeichert, ne? Also sowieso, ne? Vielleicht. Ja, was soll das? Ich habe mir, euer Siegel fällt mir, okay. Vielleicht habe ich vergessen, euch von Ausschweifungen und Folter zu erzählen. Aber nach einigen 100 Jahren der Einsamkeit sei mir diese Gedächtnislücke verziehen. Okay, warte mal, kann ich irgendwie laden? Warte mal. Ihr habt mir einen Ich klicke mich hier mal kurz durch. Ich lade das gleich nochmal und sag gleich nochmal, oh, die gefällt mir. Das möchte ich jetzt einfach nur sehen, was der denn sagt. Oh, ich glaube, ich war mal wieder zu schnell für die Welt, doch nicht. Wo habe ich denn nicht gerade gespeichert? Ich hoffe, vorm Laden.
Schnell speichern. Achso, das ist wieder der Wächter. Moment, mal gucken. So, jetzt nochmal. Also hier möchte ich auf jeden Fall nochmal ein paar Dialogoptionen durchgehen, einfach nur um die mal durchzutesten. Also das ist mir jetzt echt ein Anliegen. Mein Seelenstein. Ja. Endlich ist der Zeit. Vielleicht. Die gefällt mir. Was soll das? Ich sehe in euren Augen den Schimmer eines Sadisten. Ein Gleichgesinnter wird doch seinem Freund nicht die eigene Seele verwehren. Ganz im Gegenteil. Das stellen wir dir. Sorry, das muss ich jetzt anklicken. Ihr seid böse, Mensch. Aber dieses Mal habt ihr euch übernommen. Was? Ein paar Level 14 Skelettkrieger. Ich sehe gerade, Level 14 Skelettkrieger machen noch ganz schön Schaden. Aber der gute Lovis hat also doch noch ein bisschen Macht, sehe ich gerade. Also ich will die Option übrigens nicht. Also ich möchte den Typen mir doch irgendwie seine Seele geben. Also ein paar hundert Jahre warten, so doof irgendwie rumstehen, das ist Langeweile, das wäre mir auch nichts. Das kann ich voll nachvollziehen. Ja, wie, das war's jetzt oder was? das musste ich einfach mal ausprobieren. Alter, auf F9 lädt er noch nicht mal den letzten Quicksave, sondern, was ist das denn jetzt? Oh Gott, ich ahne Schlimmstes. Doch, schnell speichern geht. Oh, das ist F9 hat mich ja gerade echt erschreckt. Also F9 so wie um was anderes, aber auf jeden Fall nicht das, was man so allgemein denkt. So, hallo. Mein Seele. Ja, ich schaue. Endlich ist der Zeit. Vielleicht. Ja. Ich sehe in euren Augen den Schimmer eines Sadisten. Viel Frieden. Ihr habt mir einen unbezahlbaren Dienst erwiesen. Und ich danke euch dafür. Also mit dem Kamin fand ich immer noch am besten. Ihr werdet meine Rüstungstruhe unverschlossen vorfinden. Möge ihr Inhalt eure Feinde zum Verzweifeln bringen. Lebt wohl und viel Glück. Danke. So, zack, eine Wahlmöglichkeit. Was haben wir denn hier? Das ist nicht so toll. Oh, Moment, Magierüstwert? Nee, ich brauche Fernkampfrüstwert. Das ist mir total wichtig. Sonst sterbe ich wieder im Bogenschützen. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ich nehme wieder Gold, das ist so, Rüstungstruhe, mal gucken. Zack, und weg ist er. Wie? Ich denke, ich werde die unverschlossen vorfinden. Ah ja. Lege, oh. Oh, ja, Moment mal, ich kann ja sowieso alles mitnehmen. Ich wollte gerade so ausfahren, okay, die ist nicht mit Schlosskranken. Ja, hätte ich die Truhe gekriegt, wenn ich jetzt gegen ihn gekämpft hätte oder was, aber da waren doch eigentlich auch keine Schlüssel. Mal gucken, was haben wir jetzt für eine coole Rüstung auf jeden Fall? Drachenklauen Stück Drachenknochen. Aha. Gut, vor allen Dingen sind die Drachenknochen sind fast so stabil wie Metall. Nur fast, ne? So, Magierüstwert 6. Kräftiger Körper. Kann man auch noch veredeln, die Bude. Ja, die Rüstung ist aber, glaube ich, allgemein besser. Weil die macht halt ordentlich Bonus. 2 zu. Ja, 5 plus Fernkraftwert, das ist ja. Ja, das Ding ist top. Die nehme ich auf jeden Fall. Das ist meine Rüstung. So, da haben wir Lovis schon mal nach Hause gebracht. Der kann jetzt so im Frieden ruhen oder was auch immer er vor Ort. Mal gucken. So, dann gehen wir jetzt mal zum Archäologen, geben ihm sein komisches Übersetzungsbuch, weil ich ja gerade so auf den Wir helfen allen möglichen Archäologen dieser Welttrip bin. Das wird übrigens eine schöne Reise bis zu den Archäologen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Muss kurz mal gucken, wie ich da am schnellsten hinkomme. Ah, weg muss ich da auch wieder. Oh. Andererseits komme ich da auch so schnell nicht von alleine hin. Das ist auch ein Problem. Also, irgendwann halt, vielleicht, wenn ich so Level 34 bin, die komischen Typen dann der Mine platt mache, dann komme ich da doch mal. War das hier? Verdammt, wieder verlaufen. Oder war das hier unten? Wo war denn dieser Teleport? Hallo? Ach, hier. Quatsch. Erst Karte, danach teleportieren. Karte lädt nicht nach. Interessant. Das war doch sicherlich. Hier? Nee. Da. Minenturm. Also das Schnellste ist echt noch Goblin-Stamm, wenn ich das gerade richtig beurteile. Krass. Ja, dass in diesem kompletten Gebiet hier unten kein Teleport ist. Also ich bin immer noch der Meinung, ich muss gleich mal diesen Schrein, dessen Gerät nicht da übrigens auch hin, weil ich das endlich wissen will, ob das einer war. Weil es war auf den Videos auch nicht ersichtbar, ob das jetzt ein Teleportationspunkt war oder nicht, weil ich da eigentlich nicht so richtig rangegangen bin. Also übrigens fast mit Troxelis. Hat sich ja jetzt schon gelohnt. Das war halt absolut nicht ersichtlich. Das will ich jetzt wissen. Und diese Karte da oben, kann man die nicht irgendwie mit Plus-Minus auf Numlock? Ne, kann man auch nicht.
Diese Karte da, also oben links, die in der Ecke, die ist ja so nah dran, dass sie total sinnfrei ist. Also wenn die ein bisschen größer wäre, dann wäre das Gegnerradar auch mal von irgendeinem Sinn. Aber so finde ich das Ding einfach nur schlecht. Weil auf der Karte erkennt man ja doch nichts. Übrigens sind die Frames hier wieder im Keller. Wir sind ja wieder im Trümmertal, fällt mir gerade ein. Ist einfach toll. Vor allem, weil ich weiß, dass es bei den Orobias-Fjorden da war es nicht so schlimm. Aber naja, liegt ja halt alles am modernen Rechner. Ich müsste eigentlich nur mal aus Spaß ausprobieren, Divinity auf meinen ganz alten... Obwohl, nee, das geht auch nicht. Der hat noch neue, relativ neue Grafikkarten drin. Oder wissen wir mal auf meinen Laptop, das ist einfacher. Ich habe drei Rechner insgesamt hier rumstehen. Der eine ist eigentlich nur so ein Backup für den schlimmsten Fall, dass ich jemals passieren kann, dass ich irgendwie beide Rechner abbrauche und ich dringend irgendwie einen Rechner brauche. Nicht zum Zocken, sondern auch für andere Sachen. Und der alte, der dritte Rechner, das ist halt so ein uralter Tower. Was hat der drin? Der hat einen Dual-Core drin mit 2,4 GHz. Irgendwie, ich glaube 4 Gigramm hat er auch schon. Genau, bin ich hier überhaupt richtig? Naja. Tendenziell bin ich komplett falsch, aber wenn ich hier lang schwimme, ist das auch ganz so. Ja, und auf jeden Fall, die Bude, die ist, hat aber eine neue Grafikkarte drin, weil zwischendurch doch mal, tatsächlich mal der Fall eingetreten ist, wo ich nur einen Laptop hatte, dass der abgeraucht ist. Und das hat relativ lange gedauert, bis das Ding da war, so ich mich entschieden habe, für irgendwie, lass mich nicht lügen, 70 Euro eine Grafikkarte zu kaufen. Teuer, teuer. Das war eine GeForce 240 und das genau die gleiche Grafikkarte ist auch mein Laptop drin, also mein anderen Laptop. Generell ist sowieso so Rechner, die sich ansammeln, das ist eigentlich alles nur eine Sache der Beharrlichkeit. Muss ich sagen, also man sagt ja, du Nerd, du hast 5 Rechner. Die Rechner sammeln sich an, also wenn man alt wird und einfach irgendwie die alle noch funktionieren, weil die nicht kaputt gegangen sind, man sich einen neuen angeschafft hat, sondern weil man sich aus Modernisierungsgründen was Neues zugelegt hat, dann sammelt sich das alte Zeug an und gerade so ein Laptop, den kann man ja auch ziemlich leicht verstauen. Ich meine, da legst du das Ladegerät und den Laptop selber legst du im Schrank, machst ihn ab und zu mal an, Funktionscheck, dann läuft das wieder. Wer ist er denn da eigentlich? Keinen Schritt weiter, Reisender. Niemand geht weiter, bevor nicht einer von uns beiden das Duell gewonnen hat. Okay, ich wollte mir gerade einen Tee eingießen, ich dachte, er sagt mehr. Also ich wollte mir nicht nur Rantieren gießen, ich habe das... Nur meine Kreatur. Wer seid ihr das hier? Ich bin Zerg. Ein Ritter, der in einem von Kriegen gebeutelten Land immer noch den Kampf sucht. Ich kämpfe nicht gegen euch. Das ist eure Entscheidung. Wenn ihr meine Herausforderung jedoch nicht annehmt, seid ihr ein Feigling. Der hat ein bloßes Schwert, der macht mir irgendwie Angst. So sei dann es. Dann lebt wohl, Feigling. Möge mein nächster Gegner mit mehr Mut gesegnet sein. Das funktioniert sogar. Tschüss. Ja, also, ich bin ja feige, weiß man ja. Hab gar keinen Bock drauf kämpfen, ich bin gerade voll auf dem Archäologietrip. Ja, hier bin ich richtig. Schön. Ja, doch, hier kommt man durch. Ja. Also auf dem Ohr ist die Musik gerade richtig laut. Wahrscheinlich so laut sogar, dass man es im Mikrofon hört. Ich wollte gerade noch sagen, mir fällt wieder ein, ich hatte ja irgendwann mal so schlafende Typen gefunden. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich die irgendwie aufwecken kann, ob ich da mal was finden kann, was Schönes, was die eventuell erwecken könnte. Hier, ihr hört mich hier. So wird das Spiel die ganze Zeit funktionieren. So. Wäre mir viel lieber. Aber nein, wir müssen das Third Person spielen. Achso, hier war es ja schon. Hoffe ich. So. Hallo, Timothy. Wie ist er denn überhaupt? George Gromory. Yes. Hier. Grundgütiger. Wo konntet ihr ein derart seltenes und wertvolles Buch finden? Ach, na ja. Amazing! Ich werde sofort die drakische Sprache laut vorlesen und anschließend übersetzen. War laut? Nicht gut? Wollen wir mal. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Fur comes est magnus apparens ut cervus cauda flammea. Hört sich an wie Latein, ein bisschen. In omnibus mentitur nisi. Aha. Aha. Was geht da vor sich? Oh mein Gott, das ist ein Beschwörungskreis. Vorsicht! Oha, sieht aus wie so ein hässlicher Dämon. Ne, das ist nur ein Fufu, der ist auch nur Level 12. Ah. Den sollte ich, glaube ich, gerade so tot kriegen, glaube ich. Ich kann nicht. Ja, doch, doch, doch. Der geht, glaube ich, sogar recht locker krachen. So mit Verlust, aber das riecht sich ja alles wieder aus. Ich muss ja wieder zurückkriegen.